So welcome to the fire. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hinter dem Bild. Mein Name ist Christoph Klüpfel und ich bin Fotograf und Filmemacher in Oberhaching bei München. Mein Podcast macht dich vom Outsider zum Insider und zwar speziell über Wissen, was genau hinter den Kulissen abläuft bei Foto- und Filmproduktionen, speziell in meinem Fall. In der heutigen Folge, die übrigens heißt und sonst so, geht es speziell um die Frage, warum eigentlich Highspeed-Produktfotografie? Highspeed-Produktfotografie ist ein, sage ich mal, ein Steckenpferd. Und dieses Steckenpferd von mir ist so cool, dass es sogar international ausgestellt wird, unter anderem in Los Angeles, in einer Ausstellung, die jetzt vor kurzem erst war, soweit ich mich erinnere, außerdem in Israel und Griechenland. Was ist jetzt Highspeed-Fotografie, wirst du fragen? Und sorry, aber ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, denn ich bin es immer noch gewohnt, für YouTube schnell zu reden und dieses Format ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Deswegen kurz entspannen und dich nicht gerade volllabern. Was ist Highspeed? Also als Highspeed-Ereignis würde ich sagen, zählt eben ein Ereignis, das extrem schnell abläuft. Es läuft eigentlich sogar so schnell ab, dass unsere menschliche Wahrnehmung eigentlich nicht dazu ausreicht, um das Ergebnis oder um das Ereignis komplett bewusst zu erleben. Ein gutes Beispiel dafür ist bei einem Gewitter ein Gewitterblitz. Jeder hat schon mal einen Gewitterblitz gesehen, allerdings muss man fairnesshalber dazu sagen, dass der Gewitterblitz an sich so extrem kurz dauert, dass wir eigentlich nicht den Blitz sehen, sondern das Ergebnis, das sich in unsere Netzhaut bzw. in unsere Sehzellen im wahrsten Sinn des Wortes eingebrannt hat. Denn der Blitz ist, also wenn man das vergleicht mit einer Kamera, dann ist der Blitz im Endeffekt der Blitz, der ein Bild belichtet und zwar auf dem Sensor oder früher eben auf dem Film oder dem der Farbplatte. Wir Menschen sind halt im Endeffekt nicht dazu geeignet, um so ein extrem schnelles Ereignis in vollem Umfang wiederzugeben bzw. bewusst mitzuerleben. Ein anderes Beispiel wäre dann, wenn ein Glas zersplittert auf dem Boden. Sagen wir mal, du nimmst dir was zu trinken, deine Finger sind ein bisschen nass geworden vom Wasser aus dem Wasserhahn und dir rutscht dieses Glas einfach durch die Finger und trifft auf den Boden auf. Und in dem Moment, in dem das Glas auf den Boden auftrifft, hörst du natürlich das laute Klirren des Glases, deine Augen zwicken aus Reflex zu und als deine Augen wieder aufgehen, siehst du eigentlich nur noch, wie die Scherben und das Wasser am Boden sich verteilen. Allerdings hast du nicht den Einschlag, also beziehungsweise den Aufschlag auf den Boden und daraus diese wunderschönen, wie nennt sich das, Frakturen? Also die Bruchstellen im Glas, als sie sich geformt haben, bevor es komplett zerplatzt ist, wahrnehmen können. Genau, ansonsten gibt es zum Beispiel dann eben auch noch ein Projektil von einer Waffe, das abgeschossen worden ist. Im Grunde
es ist extrem schnell und sogar wenn du in meinem Fall mit einer Software auf ein Glas schießt, dann hörst du im Endeffekt nur den Knall von der Software, also von der Gaspatrone, die die Kugel eben durch das Glas schießt. Du hörst vielleicht sogar noch das Glas gegen den Plexiglaswürfel, weil eben in meinem Fall ich das quasi in eingesperrten Zustand mache, also weil ich nicht möchte, dass das Glas und Wasser und sonst was in meinem Büro oder in meinem Studio rumfliegt. Aber du kannst nicht beides separat voneinander hören. Also entweder den Abschuss der Kugel oder das Auftreffen von der Kugel aufs Glas des Weinglases oder das Auftreffen von den Splittern auf dem Hintergrund im Glaswürfel. Eben aus dem Grund, weil es beides extrem schnell abläuft. Und in dem Fall kommt dann eben eine Kamera zum Einsatz. In meinem Fall ist es eine 5D Mark III, die ich hier habe. Und in der Produktfotografie, die ich meistens damit verbinde, ist es eigentlich meistens ein 100mm Makroobjektiv, auch von Canon. Dieser Podcast wird nicht von Canon gesponsert, genauso wenig von irgendeiner anderen Firma. Wie gesagt, es ist einfach nur das Zeug, das ich benutze. Jetzt wirst du vielleicht denken, okay, der Typ benutzt eine Canon 5D Mark III und normales Objektiv. Aber wie zum Henker kriegt er das hin, dass er genau das Foto dann macht, wenn die Kugel zum Beispiel am Ende des Glases herauskommt oder beim direkten Auftreffen auf das Glas oder eben beim Eindringen in das Glas, wo sich die Kugel dann ungefähr in der Mitte des Glases befindet. Wie zum Henker macht man solche Fotos mit einer einfachen Kamera? Der Punkt ist ganz einfach. Der Punkt ist der, du musst überlegen, wie du ein Bild machen kannst oder wie der normale Vorgang eines Bildes ist, wenn du eins machst. Und die Methode, wie du dieses Bild aufnehmen kannst, komplett umdrehen und anpassen an die physikalischen Gegebenheiten. Und was genau das bedeutet, das sage ich dir gleich. Jetzt wirst du vielleicht denken, okay, der Typ macht Highspeed-Fotos und hat irgendwelche internationalen Ausstellungen und ist Künstler und gut und recht. Ich persönlich denke nicht, dass ich ein Künstler bin. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was Kunst ist und in Form von dem, was man damals oder was mir ein Rechnungswesenlehrer damals in der Schule gesagt hat, Kunst ist das, wenn du irgendwas verkaufst und jemand 1 Million Euro dafür bezahlt, ab dann zählt es quasi als Kunst. Ich sehe das irgendwie ähnlich, weil ich kein Konzept habe, was daran Kunst sein soll. Allerdings ist es so, ich denke, dass man mit Highspeed-Bildern, wenn man die mit einem Produkt verknüpft, in meinem Fall waren es in der Vergangenheit zum Beispiel Uhren, die wasserdicht waren. Was war es noch? Ja, eine Uhr, die Wasserdichtigkeit hat. Ein Survival-Messer von CRKT, also Columbia River Knives and Tools, die mich ebenfalls nicht gesponsert haben, um das zu sagen. Von denen ich habe ein Produktfoto von dem Messer gemacht, und zwar sah das Produktfoto so aus, dass ein Wassertropfen auf die Klinge auftrifft und die Klinge diesen Wassertropfen in zwei Hälften schneidet. Einfach um symbolisch zu zeigen, das Messer ist sehr, sehr scharf, es schneidet sogar durch Wasser. In dem anderen Foto, das ich gemacht habe von der Uhr, das war ein Bild, wo man eben einen Tropfen neben der Uhr auf den spiegelnden Untergrund auftreffen sieht. Und der Hintergrund, warum ich das genau so gemacht habe, war einfach der, dass ich symbolisch zeigen wollte in einem atemberaubenden Shot, dass das
dass die Uhr wasserdicht ist. Und ja, das ist eigentlich so der Punkt. Ich denke, man kann mit Highspeed-Fotografie, wenn man diese mit Produkten kombiniert, ein Bild schaffen, das Augen von Betrachtern magnetisch anzieht. Der Punkt ist nämlich der, dass die menschliche Wahrnehmung eben nicht dazu ausreicht, um das wahrzunehmen, also um es bewusst wahrzunehmen. Und was man nicht bewusst wahrnehmen kann, das kann man dann eben in einem Foto extrem genau sich anschauen. Und das ist eigentlich das, was manchen Leuten den Mund offen stehen lässt. Und das ist auch genau der Punkt, wo ich mir denke, warum sollte man sowas nicht für Produkte einsetzen? Weil man kann in einem einzigen Bild erstens Aufmerksamkeit erzeugen, zweitens kommunizieren, was ist die Eigenschaft oder das Feature eines Produktes, und drittens sieht es einfach wahnsinnig genial aus. Der Grund, warum ich Highspeed-Fotos mache, ist allerdings nicht immer der gewesen, weil ich damit mein Geld verdienen wollte, beziehungsweise weil ich mir dachte, okay, ich verbinde das einfach mit Produktshots und verdiene so mein Geld. Der Punkt war einfach der, dass ich, wie vorher schon im Beispiel angeführt, wahnsinnig fasziniert von Gewittern bin. Es ist kein Blitz, ist wie der andere. Es ist ein Sekundenbruchteil, in der ein Blitz eben die Erde berührt, und der wird nie wieder der gleiche sein. Egal wie viele Fotos du machst, du wirst nie wieder den gleichen Blitz haben. Das bedeutet, dass ja, jedes Bild, das du von einem Blitz machst, ein Unikat ist. Das kann nie wieder wiederhergestellt werden. Und es ist genauso wie mit Produktfotos, also mit Highspeed-Fotos, in dem ein Produkt zu sehen ist. Jedes einzelne Highspeed-Element in diesen Bildern ist nicht wiederherstellbar. Man kann ungefähr festhalten, wo die Kugel in einem bestimmten Bereich durch das Glas fliegt, aber die Art und Weise, wie das Glas eben bricht, wie die Scherben wegfliegen oder wie eben die wie das Wasser verspritzt, das ist ein Punkt, den kann man nie wieder wiederherstellen. Und aus dem Grund ist es eben so faszinierend, weil man nur diesen einen Shot hat und diesen einen Sekundenbruchteil. Und wenn man es nicht schafft, das Foto zu machen, dann ist dieser Sekundenbruchteil für immer verschwunden. Wie gesagt, damals war ich, oder ich bin es eigentlich immer noch, so fasziniert von Gewittern, dass ich damals mir die Aufgabe gesetzt habe, ich möchte unbedingt Gewitter fotografieren. Und zwar dann, wenn der Blitz tatsächlich nach unten schlägt. Habe zuerst damit angefangen, Zeitraffer von Gewittern zu machen, was ziemlich cool ist. Allerdings in meinem Fall eben mit dem Hintergedanken, dass ich quasi Fotos machen möchte mit nur dem Blitz im Bild und nicht, wenn sich irgendwelche Wolken verschieben. Weil ich mir eben dachte, okay, wenn ich möglichst viele Fotos mache, dann habe ich auch eine höhere Chance dabei, dass eben ein Foto davon von Tausenden einen Blitz enthält. Und was ich dann gemacht habe, das war eigentlich ganz cool. Also die Situation damals war die, der Jan, ein guter Freund von mir, hat mir damals ein Bildband gegeben von einem Naturfotografen. Und dieser Naturfotograf hat eigentlich nur durch Zufall ein paar Blitzfotos gemacht. Der wusste, wie es funktioniert, aber er hat in dem Buch geschrieben, dass er tatsächlich eigentlich am Abbauen war, weil er gesehen hat, dass ein Gewitter im Anmarsch ist. Und er hat dann einfach das Gewitter im Anmarsch fotografiert und es tatsächlich geschafft, mit ein, zwei Fotos wirklich die Blitze festzuhalten. Und das ist eben genau der Punkt. Er hat es mit ein bis zwei Fotos oder bis drei Fotos geschafft, einen Blitzschlag festzuhalten. Nicht wie ich, tausende Fotos, um dann eben zwei zu haben, in dem ein Blitz zu sehen ist. Ich habe dann seinen Tipp ausprobiert und es funktioniert wirklich jedes Mal im Dunkeln. Und
das hat mich dann darauf gebracht, dass du einfach das Konzept von, also das herkömmliche Konzept, wie ein Bild aufgenommen wird, komplett über den Haufen schmeißen musst, und dich eben an die physikalischen Gegebenheiten anpassen musst. Genau, ansonsten, ja, wie gesagt, du musst einfach dich an die physikalischen Gegebenheiten anpassen. Und ich habe hier mal einfach ein paar Sachen aufgeschrieben, die du quasi machen kannst, um eben Highspeed-Fotos zu machen. Was du dazu brauchst, sind einfach eine normale manuell steuerbare Kamera, entweder eine Spiegelreflex- oder spiegellose Kamera, relativ egal, Hauptsache du kannst sie manuell steuern. Das bedeutet, du kannst ISO, Verschlusszeit und Blende separat voneinander steuern. Du kannst sie mit einem externen Auslöser auslösen, beziehungsweise du kannst eine Langzeitbelichtung mit der Kamera machen. Du brauchst einen externen Trigger oder mehrere externe Trigger, also Auslöser. Und diese Auslöser, die richten sich eben nach der physikalischen Größe, die du quasi als Auslöser benutzen willst. Ganz konkret, bei einem Blitz entsteht extrem helles Licht. Und dieses Licht kann man als Auslöser benutzen für die Kamera. Es funktioniert manchmal. Und es funktioniert vor allem dann, wenn es dunkel ist. Denn zum Beispiel bei meinem Trigger, den ich habe, da ist ein Belichtungsmesser integriert. Dieser Belichtungsmesser misst einfach nur den Unterschied von dunkel zu hell. Und der macht es in so extrem schnellen, in einer so extrem schnellen Zeit, wo er entscheidet, okay, löst die Kamera aus oder löst gar nichts aus. Das ist einfach viel, viel schneller geht, als wie wenn ich die Kamera quasi mit meinen Fingern versuche auszulösen. Deswegen ist es meistens besser, irgendwelche elektronischen Auslöser zu verwenden, wenn man genau weiß, was man als als auslösende physikalische Größe hat. Ansonsten brauchst du ein kontrolliertes Set, also wenn es jetzt um Produktfotos geht, dann brauchst du insofern ein kontrolliertes Set, als dass du ein komplett dunkles Zimmer haben musst. Und zwar wirklich total pechschwarz. Es dürfen keine Lichtstrahlen von außen in dieses Zimmer kommen oder in dieses Studio. Du brauchst wirklich eine komplett kontrollierte Umgebung. Und in dieser kontrollierten Umgebung brauchst du natürlich auch deine zum Beispiel Speedlights, also Aufsteckblitze, die du aber auch entfesselt blitzen kannst. Also zum Beispiel einfach nur an den Auslöser anstecken kannst. Und der Auslöser löst in dem Fall nicht die Kamera aus, sondern den Blitz. Manchmal helfen auch elektronische Grundkenntnisse. Oder wenn du die nicht hast, dann eben ein Kumpel oder ein Freund, der quasi elektronische Grundkenntnisse hat. In meinem Fall ist es eigentlich recht easy, weil ich ein ausgebildeter Elektroniker für Geräte und Systeme bin. In dem Fall kann ich mir selbst meine Sachen designen bzw. löten, zusammenbauen und dann auch in Betrieb nehmen. Es hilft sehr, sehr bei irgendwelchen Kits, die man sich online kaufen kann. Und was ich dir echt empfehlen kann, ist, wenn du schaust nach eben Equipment von Elektronikbausätzen, um das Ganze umzusetzen, dann geh auf konrad.de oder bei Reichelt und schau nach Bausätzen. In meinem Fall war das damals zum Beispiel ein Klatschschalter, also ein Schalter, der dann etwas schaltet, wenn du in die Hände klatscht. Oder es war eine Lichtschranke, also ein Lichtschrankenbausatz. Und es war ein was war das andere noch? Ja, es war eigentlich war es nur ein Lichtschrankenbausatz, den ich dann aufgebaut habe. Ich hatte noch einen anderen Bausatz, der war ein Ultraschallabstandsmesser,
Der Ultraschallabstandsmesser misst quasi den Abstand zu einem Objekt, indem er von dem einen Sender ein Signal aussendet und das reflektiert dann eben von dem Hindernis zurück in den Empfänger und er berechnet dann, wie weit das man von einem Objekt weg ist. Genauso wie in jedem oder fast jedem Auto mittlerweile diese Abstandssensoren drin sind. Ich habe das Teil allerdings nie wirklich hergenommen, weil es einfach zu ungenau ist. Also es ist schon genau im Sinne von Abstandsmessungen, aber es funktioniert so langsam, dass ich das nie benutzen konnte, um damit quasi den Blitz auszulösen, wenn ich ein Objekt hatte, das durch die Sensoren ging. In dem Fall habe ich es dann tatsächlich so gemacht, dass ich das Objekt, also wenn ich irgendwas hatte, was durch eine Lichtschranke fliegen musste, um dann irgendwo aufzutreffen oder sonst was, habe ich meistens eben diese Lichtschranke benutzt und letztendlich mir dann ein Teil gekauft, das heißt MyOps Smart. Ich bin nicht gesponsert. Die Leute von MyOps Smart haben mich tatsächlich mal angefragt, ob ich das möchte. Ich habe dann tatsächlich abgelehnt, weil ja natürlich nichts dafür bezahlt worden wäre. Das ist ein anderes Thema. Allerdings MyOps Smart. Es muss nicht unbedingt von MyOps Smart sein, sage ich ganz ehrlich dazu. Denn es gibt mittlerweile andere Hersteller, die sowas machen. Das ist ein Trigger, der hat mehrere Funktionen. Der triggert Licht, also zum Beispiel Blitz. Der triggert einen Laserpointer. Du kannst quasi auf den Lichtsensor in diesem Teil einen Laserpointer richten. Und sobald irgendwas den Laser durchdringt, löst dieses Teil aus. Nicht nur das, du kannst auch eine Verzögerung einstellen, weil es bei mir zum Beispiel öfter mal der Fall war, dass ich zum Beispiel den Laserstrahl über einem Aquarium hatte und dann eben je nachdem der Abstand vom Laserstrahl zum Aquarium in Zeit gemessen als Verzögerung eingestellt. Das heißt, das Objekt fliegt durch den Laserstrahl, fliegt weiter, die Verzögerungszeit läuft weiter und beim Auftreffen auf das Wasser ist die Verzögerungszeit eben abgelaufen und der Blitz löst aus. Du kannst natürlich auch Sound als Trigger benutzen. Allerdings muss ich dazu sagen, Sound an sich ist sehr, sehr ungenau, weil Sound von Oberflächen reflektieren kann. Und wenn du schon mal ein Feuerwerk gesehen hast, also ein Silvesterfeuerwerk oder ein richtig professionelles am Volksfest, dann wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass wenn du eine Explosion von einem Feuerwerkskörper in der Luft gesehen hast, du das zuerst gesehen und dann ungefähr, je nachdem wie weit du wegstehst, 1 bis 2 Sekunden später den Knall gehört hast. Das ist genau der Punkt, denn der Feuerwerkskörper ist ja schon lange explodiert und verbrannt, aber du hast noch keinen Sound, um eben die Kamera auszulösen. Das bedeutet, du bist eigentlich immer zu spät dran, um genau das Ereignis festzuhalten. In dem Punkt würde ich tatsächlich sogar sagen, benutze den Lichttrigger, weil das, was sehr viel schneller sichtbar ist, ist eben das Licht, das durch den Feuerwerkskörper erscheint. Und wenn du das als Trigger benutzt, dann kann die Kamera tatsächlich genau in dem Moment eben das Bild machen, wo das Teil explodiert und die schönen Formen zu sehen sind. Das Gleiche ist mit einem Gewitter. Und du kannst natürlich Licht auslösen bei einem Gewitter. Es wird allerdings beim MyOps Smart öfter mal sehr, sehr schwierig, weil du tatsächlich einen Blitz brauchst, der von der Wolkendecke bis zum Boden reicht und richtig, richtig stark ist, um den auszulösen. Und sobald es ein bisschen heller ist, tut es sich etwas schwer mit dem Abstand zwischen hell und noch heller, beziehungsweise zwischen dunkel und hell. Deswegen würde ich dir folgende Methode empfehlen, die übrigens auch in dem damaligen Buch von diesem Landschaftsfotografen vorgekommen ist. Ich habe das mehrfach ausprobiert und es funktioniert jedes Mal.
es war einfach so, dass er ein Stativ hatte, eine Kamera, also eine Spiegelreflex und eine externe Fernbedienung, mit der er ausgelöst hat. Er hat seine Kamera in den Bulb-Modus gestellt, also in den Langzeitbelichtungsmodus. Und der Belichtungsmodus Bulb löst, also du löst mit deiner externen Fernbedienung aus und der Spiegel oder die Belichtung bleibt so lange aktiv, bis du auslässt. Das bedeutet, der Spiegel klappt nach oben, fängt an, das Bild zu beleuchten, zu belichten. In der Zeit kommt der Blitz, also der Gewitterblitz, und du lässt die Fernbedienung aus, den Knopf. In dem Moment klappt der Spiegel nach oben und die Belichtungszeit ist vorbei. Und du hast im Endeffekt dem Blitz eine Falle gestellt. Er hat sich nämlich selber belichtet auf dem Bild. Sein Geheimnis war, er hat eine Blende von, ich glaube, 8 verwendet. Es war in der Abenddämmerung. Ich glaube, er hatte sogar eine ISO von 200 oder 400 verwendet. Die Belichtungszeit war eben durch die Langzeitbelichtung vorgeschrieben von ihm. Und das war eigentlich sehr, sehr cool, denn er hat es tatsächlich hinbekommen, ich glaube, 3 Blitze in einem Foto festzuhalten. Und wie gesagt, ich habe das immer mal wieder ausprobiert. Die Methode wird etwas schwieriger am unter Tag, weil du dann tatsächlich eine Blende von, ich würde sagen, je nachdem wie hell das ist, zwischen 8 bis 16 bzw. 8 bis 22 brauchst, und wahrscheinlich ist das sogar noch zu hell, denn je nachdem wie lange du offen, also wie lange du eben belichtest, desto heller wird das Bild. Und in der Nacht kann ich dir verraten, dass diese Methode jedes Mal funktioniert, und deswegen ist es unglaublich cool. Also was du bei Highspeed-Fotos machen musst, ist letztendlich eigentlich nicht die Kamera wirklich auslösen. Das musst du zwar auch machen, aber was du wirklich mit dem Trigger, also mit dem Auslöser auslösen möchtest, ist der Blitz. Sofern es um das Auslösen eben von einem Highspeed-Ereignis in einem Raum geht. Also Gewitterblitz, wie eben erklärt, ist eine ganz andere Hausnummer. Aber wenn du ein Ereignis festhalten möchtest, das extrem schnell abläuft mit einem Produkt oder ganz konkret, wenn du ein Weinglas mit einer Software durchschießt, dann ergibt es die Möglichkeit, dass du eben die Kamera separat auslöst und der Trigger, der das Ereignis, das passiert, eben als Auslöser benutzt, der löst nur die Blitze aus. Das ist sehr viel effektiver, weil, wie vorher schon erwähnt, in diesem Gewitterbeispiel, der Blitz belichtet sich selbst auf der Kamera. Und indem du einfach den Blitz steuerst, kannst du die Belichtung von dem Bild in der Kamera steuern. Ich weiß, das ist etwas schwierig zu verstehen, aber nehmen wir mal ganz konkret an. Du hast ein Weinglas mit Wasser gefüllt und du schießt auf dieses Weinglas. Du möchtest festhalten, wie die Kugel durch dieses Glas fetzt. Und ganz konkret hast du die Kamera aufgestellt. Der Raum ist komplett dunkel und du kannst dann zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich mache ein paar Testschüsse mit den Blitzen, wie die auslösen, um zu erkennen, wie weit die Kugel in einer bestimmten Zeit fliegt. Das kannst du mit einem Stück Blatt Papier machen, das du in die Mitte von, was weiß ich, dem Würfel setzt. Also wenn du so einen Plexiglaswürfel hast, wo du das Ganze drin machst, den du von außen beschießt, also durch ein Loch natürlich durch, um alle Scherben in diesem Teil zu behalten, so wie ich das mache, kannst du das zuerst testen, ob die Verzögerungszeit ausreicht, um den Blitz dann auszulösen, wenn die Kugel an der gewünschten Stelle ist. In meinem konkreten Beispiel war es so, dass ich die Software extern an einen Tisch mit einem Schraubstock montiert habe, dass der Abstand von der Software zum Objekt, das ich beschießen möchte, sich nicht verändert. Ich habe in diesem Plexiglaswürfel am Boden eine Markierung mit
Edding gemacht um das Glas rundum, damit ich immer den gleichen Abstand von der Software zum Glas habe. Und die einzige Variable, die ich verändere, die Verzögerungszeit von meinem Auslöser war. Weil mindestens, also ich denke, das waren um die 5 Millisekunden, also 5 Millisekunden, die ich damals hatte, die einen wahnsinnigen Unterschied gemacht haben. Das war im Abstand von 2,5 Millisekunden, wo die Kugel eben auf das Glas aufgetroffen ist, plus noch einmal 2,5 Millisekunden, in der die Kugel eben quasi auf der anderen Seite wieder durch das Glas herausgeschlagen ist. Und daran kannst du erkennen, wie extrem klein diese Abstände sind, um ein perfektes Highspeed-Produktfoto zu machen. Es ist extrem aufwendig, aber es lohnt sich, denn es sieht unfassbar gut aus. Und es ist, wie gesagt, ein Eyecatcher. Aber es ist im Grunde fast schon wissenschaftliches Arbeiten, denn du brauchst einen Versuchsaufbau, der immer gleich ist. Und wie gesagt, die einzige Variable dann die Verzögerungszeit für die Blitze ist, die dann eben auslöst. Genau. Ja, also im Grunde genommen war das eine kurze Ausführung für die Highspeed-Produktfotos. Auf der anderen Seite, wer braucht denn überhaupt sowas? Wer braucht denn Highspeed-Produktfotos? Oder wer braucht generell Highspeed-Fotos? In meinem Fall, denke ich, sind es vor allem der Handel, um Produkte eben zu vermarkten und zu bewerben. Auf der anderen Seite dann eben die Industrie, um bestimmte Abläufe sichtbar zu machen. Ich habe hier mein Hirn liegen, mein Zettel, weil ich mir dann natürlich Gedanken dazu gemacht habe. Wie gesagt, die Industrie braucht es, um Abläufe sichtbar zu machen, speziell jetzt die Massenfertigung, um ganz bestimmte, extrem schnell ablaufende Vorgänge sichtbar zu machen, ganz konkret, um ein Band einzustellen bei Industriesortieranlagen, um, was weiß ich, genau anzupassen, wie Sachen vom Band geschossen werden, die nicht weiter befördert werden sollen. Natürlich in dem Zusammenhang dann auch das Qualitätsmanagement, weil manche Produktionsprozesse extrem schnell ablaufen, brauchen sie auch Kameratechnik, die diese Produktionsprozesse, sage ich mal, sichtbar macht, um dann eben zu entscheiden, okay, ist der qualitative Anspruch von uns dadurch erfüllt oder ist es tatsächlich so, dass wir nachjustieren müssen? Speziell bei Gewittern denke ich da eher an Kunstinteressierte, Leute, die sich für Fotokunst entscheiden bzw. interessieren und sowas gerne sehen und in Galerien gehen und ein 2 bis 3 Meter auf, also sagen wir mal ein 3 Meter auf 2,25 Meter großes Bild von einem Gewitter sehen wollen, was ziemlich beeindruckend ist. Und auf der anderen Seite dann auch Forscher, zum Beispiel für gewisse Materialforscher, für Penetrationstests, also zum Beispiel ganz konkret für Forscher in Materialforschung, die durch Beschusstests herausfinden wollen, welche Materialien sich entsprechend bei Beschüssen verhalten, also Schutzwesten für Polizeibeamte oder eben Panzerungen für militärische Fahrzeuge bzw. für militärische Anwendungen können dadurch eben auch profitieren und ganz genau sichtbar machen, was eine Sprengladung oder ein Beschuss mit einem bestimmten Projektil oder einer Panzerfaust eben an einem Panzer oder an einer Schutzweste auslöst, beziehungsweise wie sich diese Schutzweste bei Beschuss verhält und dann eben nachjustieren und ihre Produkte besser zu machen, um Menschen zu schützen oder eben um bestimmte Materialien einfach zu verbessern.
das Fazit, das ich aus dem Ganzen ziehe, aus dem eben beschriebenen, ist, dass Highspeed-Fotografie nicht für jeden ist, aber sie ist definitiv faszinierend für alle, die sie sehen. In diesem Sinne, falls du Fragen für Highspeed-Fotografie hast oder für irgendwelche anderen Themen, lass es einfach in den Kommentaren unten drunter bei YouTube, oder wenn du dir diesen Podcast anhörst, dann lass doch einfach ein paar Kommentare auf meiner Homepage da und schreib mir eine E-Mail oder kontaktiere mich einfach über meine Homepage und stell deine Fragen. Denn wie in der allerersten Folge schon gesagt, dieser Podcast soll eben auch eine Plattform sein, um sich auszutauschen und um gemeinsam zu lernen und sich zu verbessern. Ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen schnell durchgehauen, aber ich bin leicht unterzuckrig. Und ich merke schon, wie ich langsam anfange zu zittern. Deswegen, sorry, dass es so schnell war. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Hinter dem Bild, dem Podcast, der dich vom Outsider zum Insider macht. Mein Name ist Christoph Klüpfel und vielen Dank fürs Zuschauen. Lass ein Like da, abonnier den Kanal, wenn du das Ganze auf YouTube siehst, oder lass, was macht man bei einem Podcast? Ich glaube, du kannst den auch liken auf anderen Plattformen. Wenn das geht, dann sehr gerne, musst du nicht, aber wenn dir das gefallen hat, was du gehört oder gesehen hast, dann natürlich lass ein Like da. Oder teile den mit Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern oder den Marketingpartnern von großen Firmen mit viel Budget. ansonsten bis zum nächsten Mal. Bye, bye. So welcome to the fire.